Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei uns im Studio des MIME TV auf der MIME 2009 in Paderborn. Und wir sind bemüht, Ihnen immer wieder regelmäßig interessante Gäste vorzustellen. Und so ist es mir gelungen, zwei interessante Persönlichkeiten einzuladen. Und zwar, wir wollen Sie aufklären, was ist denn überhaupt der ITMV, so wird er ausgesprochen. Und das können natürlich am besten zum Beispiel der Vorstand Stefan Freise und der Geschäftsführer Thomas Kienzen beantworten. Und jetzt die Frage, lässt man erst den Geschäftsführer oder erst den Vorstand zu Wort kommen? Aber ich höre gerade, der Geschäftsführer hat das Wort, Herr Thomas Kienzen. Der ITMW, ja, was genau verbirgt sich hinter diesen vier Buchstaben? ITMW bedeutet IT für die mittelständische Wirtschaft, ist ein Verein, der sich gegründet hat vor inzwischen 3 Jahren und sich zum Ziel gesetzt hat, IT-Unternehmen aus der Region Paderborn, Hochstift, OWL zusammenzuführen, um Dienstleistungen zu erbringen im Verbund, die jedes einzelne Unternehmen so nicht erbringen könnte. Das heißt, wir schmieden Kompetenzen zusammen, wir sprechen da auch von Instrumenten und lassen die zusammen klingen wie bei einem Konzert. Und deshalb ist der ITMW auch das IT-Orchester. Also ein großes Netzwerk mit vielen kompetenten Mitgliedern, die dann dem Kunden Lösungen unterbreiten. Firmenübergreifend Kompetenzen an den Kunden zum Zwecke der Projekterfüllung anzubieten. Das Schöne daran ist, dass wir als ITMW die Projektleitung quasi übernehmen. Das heißt, der Kunde hat auch keinen Koordinationsaufwand, sondern er hat einen Ansprechpartner im ITMW, der die Projektleitung übernimmt und dann entsprechend die Projekte zur Umsetzung bringt. Jetzt ist Paderborn eine IT-Hochburg. Ist deswegen der Nährboden für den Verband besonders günstig gewesen, Stefan Freise, als Sie seinerzeit den ersten Schritt getan haben? Der Nährboden ist natürlich da, weil man hier sehr, sehr viele Interessierte findet, die an einem solchen Netzwerk, an so einer Initiative mitmachen wollen. Vielmehr fühlen wir uns nicht nur Paderborn verschrieben, sondern eigentlich sogar OWL sind auch da in anderen Initiativen vertreten, um auch dafür zu sorgen, dass nicht nur Paderborn, sondern ganz OWL dann letztendlich auch bundesweit und auch darüber hinaus einen gewissen höheren Bekanntheitsgrad errangt, damit die wirklich IT-Kompetenz, die hier vor Ort sitzt, letztendlich auch eben bereichsübergreifend auch bekannt wird und hoffentlich dort auch mal zum Zuge kommt. Wir haben ja heute in dem Eröffnungsvortrag gehört, Erfolg ist erlernbar, man kann daran arbeiten. Ich behaupte, ein Unternehmen mit einer gewissen Größe ohne IT-Lösungen kann nicht erfolgreich sein. Ist das richtig? Ja, das sehen wir ja gerade auch angesichts der Wirtschaftskrise, dass gerade oder einige Unternehmen, viele Unternehmen, die Zeit jetzt nutzen, um ihre Prozesse zu optimieren. Und womit gelingt das besser als mit einer schlagkräftigen IT? Das heißt, jetzt wird Luft geholt, man orientiert sich neu, man stellt die Prozesse neu auf, um dann, wenn das zarte Pflänzchen Aufschwung wieder größer wird, auch tatsächlich mit dabei zu sein und diesen Schwung dann für sich auch mitnutzen zu können mit leistungsfähigen Prozessen. Und die werden in aller Regel heute eben über die IT abgebildet. Gibt es denn bei Ihnen, sage ich mal, noch Platz für neue Unternehmen, die am Netzwerk teilhaben wollen, des ITMW, oder ist das begrenzt? Das ist eine schöne Brücke zu etwas, was ich sowieso loswerden möchte. Als Netzwerk sind wir ja von Natur aus Netzwerker und treten so auch mit anderen Netzwerken in Kontakt oder anderen, die ähnliche Ideen haben, und werden oft gefragt, was wir denn machen, weil oft werden Initiativen gegründet, manche funktionieren noch nicht. Und ich denke, ich werde einfach mal gerade die 4 Tipps los, die ich loswerden möchte, um vielleicht anderen einen Impuls zu geben, was man machen kann, um so einen Verein wie den unseren auch wirklich ans Laufen zu bringen. Das ist erstens, man braucht eine designierte Führung. Ja, reine Basisdemokratie funktioniert in solchen Netzwerken nicht. Zweitens, man braucht Geld. Ja, wir müssen saftige Jahresbeiträge von den Mitgliedern verlangen, damit der Verein an sich beweglich bleibt und nicht alles ehrenamtlich erledigt werden kann. Die Führung muss auch bezahlt werden. Drittens, man braucht nicht nur Unternehmen, sondern man braucht einen Zugang auch zur Forschung, zum Wissen. Das haben wir durch die FADW, durch die Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn. Und man braucht Zugang zu der Behörde, zu der Kommune, wie auch immer. Und das Vierte ist, ja, und damit tun sich die meisten schwer, man muss Wettbewerb zulassen. Das ist auch der Übergang letztendlich zu meiner Antwort. Wettbewerb belebt einfach nur, man muss keine Angst haben, dass andere Mitglieder dazukommen, die jetzt im Wettbewerb zu anderen Mitgliedern schon stehen, sondern alles zulassen, man wird gemeinsam stark, so wird man lebendig. Ja, bei uns ist weiterhin jeder willkommen, der mit der IT zu tun hat, unsere Kompetenzen ergänzt, sodass wir für alle, die uns ansprechen, auch alle Kompetenzen anbieten können.
klingt sportlich. Sie haben also keine Angst vor dem Wettbewerber, sondern Sie nehmen ihn quasi noch auf in Ihrem Netzwerk und sagen, wir gemeinsam wachsen an der Aufgabe. Es macht ja keinen Sinn, den Wettbewerb quasi vor der Tür des ITMWs auszuschließen. Denn sobald wir aus dem ITMW herausgehen, ist der Wettbewerb ja da und vor der Tür. Und wieso soll ich in einem Verband eine andere Situation simulieren, als ich sie jeden Tag in meinem Business habe? Und wir wollen ja OWL auch stark machen. Und OWL können wir nur stark machen, wenn sich die gesamte Wirtschaft zusammentut, ja, und auch der regionale Wettbewerb da einfach mal, ja, sich an einen Tisch setzt und sagt, komm, wir rocken mal was. Jetzt haben wir die vier Säulen kennengelernt, die dieses Konstrukt tragen. Wie kommt denn jetzt der Interessent zu Ihnen? Der Kunde, der Unternehmer, aber auch der, der Mitglied werden möchte. Sie zwei habe ich jetzt zwar hier bei mir im Studio zu Gast, aber wenn man Sie erreichen möchte, dann wird es doch bestimmt eine zentrale Lösung geben, wie das bei IT-Fachleuten bestimmt der Fall ist. Deshalb gibt es eine Geschäftsstelle, zunächst natürlich heute auf der MIME am Stand B11 kann man uns finden, den ITMW. Aber dann gibt es eben auch eine Geschäftsstelle, die hier in Paderborn angesiedelt ist, am Hoppenhof, wo jeder gerne den Kontakt mit uns aufnehmen kann. Am leichtesten über die Homepage www.itmw.de. Da sind auch alle Kontaktdaten vermerkt und wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Das denke ich mir. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Ich habe noch eine letzte Frage. Sonntag, ein Meilenstein wahrscheinlich durch die Bundestagswahl. Wie schauen Sie am Sonntag erstmal von jetzt in die Zukunft? Also ich habe vor kurzem von jemandem, der sich mit den Sternen auskennt, gehört, dass irgendwas dieses Jahr unheimlich mit dem Jupiter los sein soll. Und der Jupiter steht dafür, dass große Sachen passieren, mit denen keiner rechnet. Ich glaube, die bisherige Bundeskanzlerin darf damit auch rechnen, dass eventuell was passiert, was noch nicht in ihrem Kalkül ist. Und ich glaube, es wird von Tag zu Tag spannender und ich freue mich auf den Sonntagabend auf dem Sofa. Und es wird möglicherweise anders ausgehen, als viele vermuten. Das heißt, Sie haben keine Angst von dem, was danach kommt? Nein, ich denke, dass wir in Deutschland jetzt inzwischen seit 60 Jahren ausgesprochen gut gelernt haben, Demokratie zu leben und mit Leben zu füllen. Und ich glaube, wenn ich rückblicke auf das sogenannte Duell, was die zwei Kandidaten geführt haben, was ja dann doch eher ein Duett war, dass wir in diesem Sinne des Duettes dann wohl auch vermutlich eine Fortführung erkennen werden nach dem 27.09. Da danke ich Ihnen. Jetzt möchte ich ganz kurz nochmal von der Bundestagswahl nochmal auf die MIME kommen, denn Sie sind ja seit vielen Jahren Partner der MIME, Silberpartner sogar. Und mich würde nochmal interessieren, was halten Sie von der MIME und was bestärkt Sie als Partner? Ja, die MIME ist ja neben der Tatsache, dass da das eine Unternehmen, was über das andere Unternehmen erfahren kann, auch eine geniale Netzwerkplattform. Ja, wir selber sind mit unserem Unternehmen jetzt das 9., 10. Mal auf der MIME dabei. Mit dem ITMW ist es eine hervorragende Plattform, weil viele von den Mitgliedern hier sich hier ausstellen. Wir haben einen Gemeinschaftsstand. Ja, wir gemeinsam hier natürlich eventuell Kundenkontakte von dem einen zum anderen tragen können. Und das bietet die MIME nicht nur dem ITMW, sondern jedem Mittelständler und jedem Unternehmen in Paderborn und der Umgebung, beziehungsweise in Bielefeld, beziehungsweise in Dortmund. Und die MIME, wie man sieht, wird immer größer, wird immer lebendiger und bestimmt auch immer erfolgreicher. Dankeschön, Stefan Freise. Möchten Sie was ergänzen, Thomas Kienzen? Die MIME ist der Ort, wo sich der Mittelstand trifft. Und da gehören wir als IT für die mittelständische Wirtschaft einfach dazu.